Merkel oder noch? Die Liebe mit dem Geschäft. So, Frau Müller, wir haben Ihren Lebenslauf ein bisschen aufgepippt. Ihren alten Beruf als Prostituierte haben wir durch Handlangerin im Dienstleistungssektor ersetzt. Wir können aber auch Sackbearbeiterin in verschiedenen Positionen nehmen. Das zweite gefällt Ihnen besser, sehr gut. Ich habe da jetzt ein spannendes Angebot gefunden. Es ist nämlich erst gerade eine Stelle als Sekretärin im Bundeshaus frei geworden. Als Sachbearbeiterin Geschäftsverwaltung mit Verbindung zum Parlament. Ich will Ihre Bewerbung einsenden und dann kommen Sie gelegentlich Bescheid über. Schnitt. Um Sie stand es so schlecht, dass sogar dieser Drecksjob eine echte Aufstiegschance darstellte. Und wieso jemanden vögeln, wenn man ihn mit Papier und Worten zu Fall bringen kann? Dieser Gedanke gefiel ihr. Schnitt. Der Chef war total begeistert von dieser einen Bewerbung. Endlich ein Profil, das aus der Masse herausstach. Sogar verschiedene Positionen hatte sie schon gehabt. Schön. Und dieses Foto, auf den ersten Blick sympathisch. Er musste sie einfach einladen. Schnitt. Beim Bewerbungsgespräch wurde sie regelrecht mit Fragen gelöchert. Was fesselt Sie bei der Arbeit als Sekretärin? Also am liebsten Tücher, aber Gürtel gehen natürlich auch. Die Frage der Belastbarkeit beantwortete sie mal mit 100 Kilogramm. Da er allerdings die Stirn runzelte, erhöhte sie auf 120. Doch im Großen und Ganzen verlief das Interview kurz und direkt. Nichts Neues. Schnitt. Der Anruf kam ausgerechnet in dem Moment, als sie noch mitten im alten Geschäft war. Sie sei angenommen und könne nächste Woche die Stelle antreten. Begeistert schrie sie laut auf, was ihr Freier scheinbar mit einem Orgasmus verwechselte. Denn er kam sogleich und ging kurz darauf. Also nichts Neues. Schnitt. Montagmorgen erschien sie pünktlich im Parlamentsgebäude. Noch bevor sie die Jacke ausziehen konnte, wurde sie dem Personal vorgestellt und der Herr Kollege nahm sie auf einen Rundgang mit. Wollen Sie lieber von vorne oder hinten anfangen? Also normalerweise fange ich immer vorne an, meinte sie. Sie liefen durch Reihen von Büroabteilen, was sie ein wenig schockierte. Halten Sie alle Mitarbeiter in diesen kleinen Verrichtungsboxen? Ja, und hier ist Ihr Arbeitsplatz. Grauer Pult, graues Telefon, grauer Computer. Ich freue mich, danke, lächelte sie, gekonnt gefälscht, nichts Neues. Kurz darauf klingelte bereits ihr Telefon. Aus Gewohnheit wäre ihr beinahe der alte Spruch »Hallo Süßer« rausgerutscht. Sie konnte sich aber gerade noch rechtzeitig retten mit »Hallo Süß« bei der Verbindung zum Parlament. »Wie kann ich Ihnen helfen?« »Bonjour, können Sie auch Französisch?« erwiderte eine männliche Stimme. Verdutzt meinte sie »Ja klar, aber doch nicht am Telefon.« »Ich verstehe nicht«, meinte er. »Ich kann auch Spanisch, Griechisch oder Chinesisch, wenn Sie draufstehen. Wann wollen Sie denn vorbeikommen?« »Comment? Bin ich hier richtig? Hallo?« Sie entschied sich, ein Rauschen nachzuahmen und legte auf. Kurz vor Mittag schaute der Chef vorbei. »Haben Sie vielleicht kurz Zeit, mir was zu besorgen?« Was konnte sie schon antworten? »Klar, was immer Sie wollen.« »Sehr gut, ich hätte gern ein Sandwich.« »Oh, damit hatte sie nicht gerechnet.« »Mit wem denn?« »Ach, ich esse allein. Und wenn's recht ist, können Sie mir noch eine Latte besorgen.« »Mann, war dieser Job vielleicht anstrengend?« »Kann ich schon, aber ist das in meinem Stundenlohn enthalten?« »Nee, ich bezahle Sie nachher bar.« Jetzt verstand sie so langsam, wieso sie den Job erhalten hatte und versuchte, sich aus der ganzen Sache rauszureden. »Wissen Sie, ich habe heute noch nicht geduscht. Besorgen Sie sich's bitte selber.« Der Chef war sichtlich irritiert, aber vielleicht hatte seine neue Sekretärin eine Reinlichkeitsneurose. Das muss man akzeptieren, sonst heißt es gleich wieder Diskriminierung. Schnitt. Am nächsten Morgen erkannte sie ihren Pult kaum wieder. Ihr Arbeitsplatz war mit Papier und Büchern zugedeckt. Paragraphenverordnung. Was für ein Graf, was will der denn? Und überhaupt wollte ich eigentlich nie mehr einen Puff sehen. Bevor sie überhaupt anfangen konnte, den Stapel Blätter in irgendeiner Art zu sortieren, kam der Herr Kollege mit noch mehr Papier unter seinem Arm und meinte, er hätte diese gerne auf A3 vergrößert. Was A? Meinen Sie vielleicht B oder C, Kopf? Und überhaupt, sind die nicht in Ordnung, so wie die sind? Ich meine, für einen Mann ist A eigentlich schon eher grenzwertig. Wollen Sie wirklich größer? Ja, genau das hätte ich gerne, meinte der verwirrte Kollege. Aber gut, ich lasse das von jemand anderem machen. Sie rief ihm noch nach, ist doch völlig okay, wenn Sie lieber eine Frau wären.
Es konnte nicht lange gut gehen, das hatte sie schon befürchtet. Am Nachmittag beorderte sie der Chef in sein Büro. Wissen Sie, eröffnete er, ich sehe hier in Ihrer Bewerbung, dass Sie nur die PMS haben. Was? Das steht in meiner Bewerbung? Das ist doch für diesen Beruf überhaupt nicht relevant. Aber danke, jetzt wissen Sie, weshalb ich so schlecht gelaunt bin. Nein, unterbrach sie der Chef. Sie haben nur die pädagogische Maturitätsschule in Kreuzlingen abgeschlossen. Eigentlich verlangen wir einen Hochschulabschluss, sonst haben Sie unter diesen Bürokratieterroristen hier keine Überlebenschance. Es tut mir so leid, wir müssen das Ganze leider abblasen. Sie atmete sichtbar erleichtert auf. Ach, und ich dachte schon, jemand hätte mich auf YouPorn wiedererkannt und ich wäre aufgeflogen. Da bin ich aber beruhigt. Ha, lachte der Chef. Guter Witz, ich werde Sie vermissen. Ach, Sie haben ja meine Telefonnummer. Rufen Sie mich einfach an. Schnitt. Am selben Abend hat sie ihm noch eine Latte besorgt. Er bezahlte bar.